Oh, hallo und willkommen zurück. Was immer. Direkt so. Willkommen zurück zu Late Night Coding. Und zwar zu Late Night Coding Retro. Wir sind immer noch dabei, unserem Amiga Fraktale beizubringen, hoffentlich. Schauen wir mal. Schauen wir mal, ob wir es irgendwie schaffen, unser Fenster zu schließen heute, Pixel reinzuzeichnen. Dann kriegen wir auch sicherlich irgendwelche bunten Bildchen rein. Bevor ich damit anfange, kleine lustige Geschichte. Und zwar, ich habe ja irgendwann mal erzählt, dass ich irgendwie von den meisten Geräten zwei da habe und irgendwie jetzt mal anfangen sollte, ein paar davon zu verkaufen. Unter anderem von dem Amiga hier. Amiga 500 habe ich ja zwei Stück rumliegen. Und ich weiß nicht, ob ich die ganze Geschichte dazu erzählt habe. Und zwar habe ich den mir gekauft, während ich promoviert habe, also meinen Doktor gemacht habe in München, an der TU München. Und habe mir halt so ein Amiga auf eBay gekauft, gebraucht, klar. Das war irgendwie Anfang der 2000er. Und hatte absolut null Ahnung. Dann kam das Ding und man hat festgestellt: Mist, das kannst du doch nicht an den Fernseher so einfach anschließen. Sondern irgendwas anderes brauchst du dafür. Und habe dann einfach geguckt, was gibt es weiter auf eBay und habe dann halt einen Monitor gesehen. Den gab es aber irgendwie nur mit dem Amiga zusammen. Also habe ich einen zweiten gekauft. Seitdem habe ich zwei von den Dingern und den einen habe ich jetzt endlich mal repariert. Habe ich euch ja letztens gezeigt, habe ich die Tastatur repariert und das Laufwerk sauber gemacht. Der geht auch. Also das ist der hier. Der andere steht da hinten rum. Ja, soll ich zwei Amigas. Und dann habe ich jetzt vor nicht allzu langer Zeit, als ich mich wieder angefangen habe, damit zu beschäftigen mit alten Computern, wollte ich mal einen C64er haben, habe ich einen 64er gekauft, auch auf eBay. Und das Problem dabei war, dass ja, der kein Laufwerk dabei hatte, weil ich einfach erstmal einen 64er kaufen wollte. Mir war klar, dass man ein Laufwerk dazu braucht, aber ich dachte, vielleicht kaufe ich das nach. Und ja, dann stellte sich raus, dass ich auch irgendwie das Laufwerk relativ günstig bei einem anderen Anbieter kriege, aber auch direkt mit C64er zusammen. Also dieselbe Geschichte hat sich irgendwie wiederholt. Auf jeden Fall habe ich jetzt zwei von den C64ern rumstehen. Und dann habe ich den VC20, mit dem wir uns ja auch nochmal beschäftigen wollen, geholt. Der war aber kaputt. Das war so ein typisches ungetestet. Habe ich mir gedacht, okay, vielleicht kriegen wir irgendwie gefixt, aber am besten kriegt man sowas gefixt, wenn man einen funktionierenden hat und Teile umtauschen kann. Also musste ich einen zweiten kaufen. Hatte ich also zwei VC20, habe dann relativ schnell angefangen, dass eben genau der Big Chip kaputt ist. Den konnte man super einfach nachbestellen, habe den ersetzt. Jetzt habe ich zwei funktionierende VC20. So, lange Rede, kurzer Sinn. Der Witz bisher war, dass ich es geschafft habe, endlich beim C128er, endlich mal auf Anhieb direkt das richtige Teil zu kaufen. Ja, also einen, der funktioniert, der komplett ist und wo sogar ein Monitor dabei war, obwohl ich den gar nicht brauchte unbedingt, weil den C128 kann ich natürlich auch einfach genauso wie meinen C64 anschließen. Gut, das war die Geschichte bis heute Morgen. Also alles soweit in Ordnung. Der 128er funktioniert auch immer noch, ist glücklich, steht da hinter mir. Werden wir uns auch noch mit beschäftigen. Und dann habe ich heute Morgen auf eBay gesehen, dass jemand einen 128er inseriert hat, ganz hier in der Nähe, nur eine Stadt weiter, für 50 Euro, der wohl gestern noch funktioniert hat und wo das Netzteil hops gegangen ist. Und da dachte ich, das muss unbedingt dir angucken, zumal das einer ist, ein 128C. Auch von der ersten Generation. Von den 128er gibt es ein paar, gibt es mehrere. Ich kann euch das mal gerade zeigen, wie das aussieht. Drei Mäuse, jetzt wird langsam hier ein bisschen kompliziert. Ist wichtig, weil wir uns damit ja vielleicht auch nochmal später beschäftigen werden. Also wenn man sich das anguckt, wie die C128 aussehen. Das ist einfach ein ziemlich lustiger Computer übrigens, auch der 128er. Also dazu später auch nochmal mehr, aber oder sagen wir so, es ist ein C128D der ersten Generation. Das ist der erste C128, der rauskam. Der sieht so aus wie ein Amiga, beziehungsweise streng genommen sieht der Amiga so aus wie 128er, weil der 128er zuerst. Und dann sollte eigentlich zusammen mit dem, kam ein bisschen später erst, dieses Ding hier rauskommen.
Und das ist genau so ein D der ersten Generation. Das kann man erkennen. Also der ist aus Kunststoff. Die gesamte Hülle ist aus Kunststoff. Und der hat hier so einen Griff. Den kann man also tragen. Und die Tastatur kann man auch mit in das Gerät reinstecken. Warum das so ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Normalerweise schleppt man seinen Computer ja nicht ständig mit sich rum. Aber sei es drum, so ist das Ding gebaut. So, und den ich bisher hatte, war ein sogenannter 128 DCR. Steht für 128 D, das ist diese Kiste, und CR steht für Cost Reduction. Ist ja leider kein Bild hier. Jedenfalls, der hat ein Blechgehäuse und ein paar neuere Chips. Ist ein paar Jahre später rausgekommen, hat ein paar Bugs gefixt, und etwas mehr Speicher, etwas mehr Videospeicher, nämlich 64 Kilobyte. Den man aber nur in so einem komischen Modus benutzen kann, den sowieso kein Schwein benutzt, nämlich im 80-Zeichen-Modus, der ist relativ selten. Aber sei es drum. Jedenfalls, die Kiste, die da angeboten wurde, war genau so eine. Da dachte ich, okay, gucken wir mal, ob die zum Leben erwecken können. Guten Abend. Und ja, so bin ich jetzt an 228er gekommen. Und das Interessante an der Sache ist, der war tatsächlich super leicht zu reparieren. Der war in einem katastrophalen Zustand. Also da war wirklich alles dran. Ein bisschen vermackt ist er, aber das ist unwichtig. Es sind nur so ein paar leichte Kratzer dran. Aber der war voll mit Insekten. Der ist wohl irgendwie im Schuppen gelagert worden, und voll mit toten Insekten. Und da haben sich halt Viecher eingenistet da drin. Und ja, anging er auch nicht tatsächlich. Ich habe ihn erstmal auseinandergenommen, weil er eben nicht besonders gut aussah, und habe das Netzteil einzeln mir geschnappt. Und habe das in eine Steckdose gesteckt, wo dann direkt ein dicker Blitz rauskam und die Sicherung rausflog, also war ein Kurzschluss drin. Naja, dann habe ich das Ganze durchgemessen, und das ist das Coole an der ganzen Geschichte. Es war ein super einfacher Fehler. Und hier ist das böse Teil. Also das ist der Kaltgerätestecker, kennt ihr ja sowas, ne? Wo der Stecker reinkam. Und witzigerweise ist beim 128 das nicht nur der Stecker, sondern da ist auch direkt ein Störfilter drin, mit in dieser Kiste hier. Und der ist hops gegangen. Ich vermute mal, da ist ein Kondensator kaputt gegangen. Das Ganze ist ein Stück Harz, also da kommt man nicht, das kann man nicht reparieren. Aber ich habe einfach es ausprobiert, also ich habe es einfach abgeschnitten und habe einfach direkt einen Stecker dran gemacht. Also ich werde das nochmal irgendwie auseinandernehmen hier und gucken, dass ich es wieder einbauen kann. Baue halt einfach einen eigenen Störfilter dran. Also hier stehen auch sogar die technischen Daten davon, freundlicherweise. Aber das ist ja nur ein Störfilter. Das heißt, das Ding läuft auch ohne, und es läuft auch ohne. Das läuft super. Also habe ich den ganzen Kram in der Badewanne sauber gemacht, die ganzen Insekten entfernt, und alles wieder zusammengeschraubt. Dabei festgestellt, dass es wirklich eine ganz frühe Generation ist, die nämlich noch ein paar ganz böse Bugs im BIOS hat. Und da ich sowieso noch da hat, habe ich dann den Kernel ausgetauscht, also andere ROM-Chips reingesteckt. Ich habe nämlich versehentlich mal meinen anderen 128er das falsche ROM gekauft. Lange Geschichte. Jedenfalls habe ich die auch noch ausgewechselt. Und es klappt alles. Floppy läuft, 128er-Modus läuft, 64er-Modus läuft super. Jetzt habe ich einen zweiten davon. Werden wir uns auch mal beschäftigen. Aus verschiedensten Gründen ist dieser Computer mega interessant, weil es eine komplett verrückte Architektur ist. Und ich habe kürzlich mal ein Interview gesehen mit einem der Designer dieses Geräts, und sein einfaches Take dazu, warum haben wir das gebaut, kam die Frage, und die Antwort war, ja, weil uns keiner gestoppt hat. Und ich glaube, also Bill Hurd war das, genau. Und ich glaube, das gibt es dann am besten wieder. Er hat es nur gemacht, weil keiner gesagt hat, tu es nicht. Ja, also wirklich sehr, sehr komische Architektur. Aber ja, hat, wie man hier sehen kann, ein neueres Basic als der 64er. Und da kann man schon einige nettere Sachen drauf machen, wenn man will. Ja, eine witzige Sache noch zu dem 128er. Ich muss euch mal die Tastatur davon zeigen. Also das hier ist erstmal die Tastatur. Mach ich mal ein bisschen größer. Das hier ist erstmal die Tastatur von meinem anderen 128er, ja. Ist genauso interessant, die Tastatur als solches, wie das System, weil auch die ist total schizophren, würde ich mal sagen. Es sind halt mehrere Systeme in einem. Ja, das Interessante an dieser Tastatur, wie jetzt für mein Argument, aber eher,
Die Farbe, ja. Also die ist jetzt dummerweise ein bisschen zebrafarben. Die habe ich so gekriegt, weil, nee, das Ganze spiegelt verkehrt. Also das ist, ich kann es vielleicht mal einfach, jetzt kann mal abschalten dafür. Moment, ich schalte mal eben mein Bildschirmmirror ab. Muss ich nur gleich wieder einschalten, weil sonst kann ich, wenn ich mich selbst sehe, dann kriege ich die Krise, wenn das nicht gespiegelt ist. Aber, oh, was denn hier? Kamera. Nehmen wir das mal eben schnell um. Transformieren. Und das ist, da gibt es sogar einen Shortkey für. Transformation zurücksetzen. Ne, das wollen wir nicht. So. Okay. Dann mal, so sieht das ganze Ding aus. Ja. Das hier sieht so ein bisschen zebramäßig aus. Kann man hier vielleicht so ein bisschen sehen. Das ist schade, den habe ich, wie gesagt, so gekriegt, weil da irgendjemand versucht hat, das zu bleichen und das irgendwie total dämlich gemacht hat. Also ich habe schon ganz viele Computer. Teile gebleicht. Mir ist ja noch nie passiert, dass das so schleifig geworden ist. Ich habe es dann versucht, nochmal nachzubleichen, aber das ganze Ding wird noch heller und ich kriege die Streifen nicht raus. Aber wie dem auch sei, jedenfalls die Farbe ist halbwegs authentisch. So, und hier Tastatur, beziehungsweise ich halte die in meiner Hand. Also das ist wie gesagt die eine. Ne? Und das ist die Tastatur, die bei dem 128er dabei war, den ich heute Morgen geholt habe. Alles ist schon echt abgefahren. Wie dunkel so ein Teil werden kann, wenn es einfach nur ein bisschen ist gut über Jahre UV-Licht kriegt. Die Kamera gibt das auch echt nicht so richtig wieder, muss ich sagen. Also sieht in Natura noch viel brutaler aus als auf dem Bild. Zum Thema Retro-Bright und so, ob man so Teile aufhellen soll, gibt es verschiedene Meinungen. Einige sagen, naja, die sind halt so, ist halt Retro und so weiter, aber bei so einem Level stellt sich da bei mir eigentlich die Frage. Also das wird auch noch auseinandergenommen und allerdings gleichmäßig aufgehellt, zumal sie auch irgendwie völlig Banane aussieht, dass es von unten so ist und von oben so aus meiner Sicht. Ja, ist jedenfalls krass, wie braun so eine Tastatur werden kann. Ja, die zeige ich dann auch in der nächsten Woche nochmal, wie die aussieht, wenn die richtige Farbe hat. Ja, und dann kommen wir irgendwann nochmal zu 128er, wenn wir mit dem Amiga durch sind. Gut, okay, das war die 128er Geschichte. Falls irgendeiner 128er kaufen will, dann fertig bin, muss ich ihn unbedingt verkaufen. Das wird einfach definitiv zu viel. Gerne sage ich euch, wenn ich es auf eBay habe. So, jetzt muss ich jedenfalls mal das hier wieder zurückändern. Sonst. So, okay. Gut, dann zurück zum Amiga. Da kam eben ein neues Laufwerk. Nee, AUX ist einfach. AUX war das Drive, womit ich die Sachen austauschen konnte vom PC. Die SD-Karte. Ja, UV-Licht kann doch einiges erreichen mit Kunststoff. Gut, ja. Jetzt muss ich noch mal hier sinnvollerweise auch wieder umschalten. Sorry. Wo waren wir stehen geblieben? Zunächst mal ist mir gerade so aufgefallen, dass es vielleicht irgendwie tierisch ungeschickt war, mir nicht irgendwo aufzuschreiben, wie nochmal die Kommandos waren, mit denen ich kompiliert habe, weil ja, man zwar wunderschön Befehle wieder herholen kann aus der aktuellen Session, aber leider Sachen noch nicht abgespeichert werden, die History. Guten Abend nach Österreich. Demokratische Österreich. Gibt es auch noch das nicht demokratische Österreich? Gut. Also, ja, wo waren wir stehen geblieben? Ich weiß nicht mal mehr, muss ich gestehen, wo unsere Daten liegen. Aber offenbar hier. Direkt plain auf dem AUX Drive. So, das Letzte, was wir hier gemacht hatten, war, wir haben es geschafft, ein Fenster zu öffnen und das geht dann irgendwie nach ein paar Sekunden wieder zu und wir haben auch festgestellt, dass man, wenn man vergisst, das Fenster selbst wieder zuzumachen, so ein Zombie-Fenster produzieren kann, was nicht mehr wieder zugeht, solange wie man keine Routine geschrieben hat, um es zu schließen. So, und darum wollte ich mich erstmal kümmern, dass wir halt irgendwie mal dahin kommen, dass wir eben, ja, ein bisschen Logik haben und die einfachste Logik, die ich mir vorstellen kann bei einer GUI, ist, dass man Fenster wieder zukriegt. So, und wie vorher schon, habe ich absolut null Ahnung, wie das geht.
Ich war nur bisher schon überrascht, wie einfach diese Intuition API ist. Also gucken wir einfach mal weiter in meinem Manual hier, in diesem C auf dem Amiga Programmieren Handbuch. Ich vermute mal, kurz nach dem Kram, den wir bisher gemacht haben, wird wohl hoffentlich erklärt, wie das Event Handling funktioniert. Also schauen wir mal gerade. Wie weit sind wir denn? Set Window Title, okay. Schön. Ist jetzt erstmal nicht so interessant. Window Screen Title? Was ist eigentlich? Oder vielleicht ist doch interessant. Was sind der Screen Title? Nichts verändern. Sehr viel Freude. Wenn wir das erkennen haben, wird zuerst. Ah, okay. Okay, ganz oben kann man einen Text festlegen. Gut, sei es drum. Set Window Title, Active Window, interessiert uns jetzt auch noch nicht so ganz. Okay, damit kann man das Fenster verschieben. Ah, ja, genau, danke. Okay, gewesen. So, okay, auch das Move Window, gut. Size Window, okay. Und was ist Window Limits? Achso, damit kann man die Window Limits verändern oder abfragen. Man kann die setzen. Gut. Window Limits, was haben wir noch? Window to Back, Window to Front. Okay, jetzt können wir auch alles scrollen. Sehr schön. Window 7 Zack. Okay, das klingt doch, das ist zwar nicht das, was ich will, erstmal, aber das wollen wir hinterher vielleicht haben. Auf den Screen zu zeichnen, das brauchen wir ja nachher. Deswegen lese ich das gerade mal. Okay. Okay, Borderless. Ah, okay. Das wollen wir jetzt erstmal nicht unbedingt. Aber okay, das sind einfach andere Parameter, dann kriegen wir einfach ein Fenster. Gimme. Was ist Gimme 0, 0? Und als nächstes müssen wir das bekannt machen. Wir verwenden dazu ein Programm, das zuerst ein ganz einfaches Fenster im Window öffnet, dieses Window aber gar nicht erst geschlossen. Können wir endlich in den Genuss der Gadget-Abfrage. Wir erweitern das Programm, indem es Ihnen DOS, wenn wir das gestartet haben. Das finde ich auch immer lustig, DOS, da muss ich immer an MS-DOS denken, aber klar, DOS. Also wenn das Struktur, was macht jetzt Gimme 00? Das habe ich noch nicht verstanden, mal abgesehen davon, dass das eine interessante ID ist. Also das ist offenbar ein Flag, was man hier setzen kann. Zur Nachricht nehmen. Get Message. Ja, das ist ein Data-Wecker-Buch, genau. Wobei ein paar Fehler in Listings hatten wir schon, zumindest ein bisschen Übersicht unnötigen Code. Okay. Forever-Schleife. Das ist tatsächlich ein, offensichtlich ist Forever ein Schlüsselwort in diesem Ziel, habe ich ja noch nie von gehört. Okay, das ist aber nicht Standard-C, oder? Ich meine, ich kann auch leicht eine Endlosschleife produzieren ohne ein extra Schlüsselwort, aber offensichtlich gibt es das als Schlüsselwort. Gut, sieht ein bisschen strange aus, aber sei es drum. Ja, jetzt machen wir da Spannendes. Get Message, das ist doch schon mal nicht schlecht. Genau, das ist der Message Handler. Also hier holen wir uns, das ist einfach unser Event Loop sozusagen. Das wollen wir ja genau haben. Das heißt, wir holen uns irgendeine Message und dann werten wir die Message aus. Und wenn die Closed Message ist, ja, das ist doch genau das, was wir brauchen. Können wir sogar so direkt lassen. Was mich nur wundert, ist, was ist das User Port hier? Aber sei es drum.
Reply Message, das heißt, wir leiten die weiter und haben gesagt, okay, bauen wir das mal ein. Ja, sowas könnte natürlich sein, dass das irgendwie einfach so wie while die 1 kannst du dir normalerweise sparen. Bei C bin ich mir nicht so ganz sicher. Aber zumindest definieren sie es nicht selber, also scheint es irgendwie da drin zu existieren. Gut, probieren wir einfach mal genau das hier aus, ob wir damit unser Fenster geschlossen kriegen. Also zurück zum Amiga. Das sieht ja auch im Großen und Ganzen, ja, gute Nacht. Im Großen und Ganzen sieht das ja auch super einfach aus vom Code her. Also wirklich so mit anderen API, Grafik-APIs, mit denen ich gearbeitet habe, war das irgendwie immer erheblich komplexer. Habe jetzt noch meine Eltern hingedammt. Da. Habe doch gerade fast kurz gedacht, ich klicke auf Recent, aber das ist wohl auch noch nicht erfunden gewesen. So, nach oben. Aux und Main. See, klatschen wir erstmal alles in Main. Okay. Und ich wollte immer noch versuchen herauszufinden, wie in aller Welt die Page-Up- und Page-Down-Tasten funktionieren. Also Alt tut schon mal, das ist schon mal gut. Alt und die Cursor-Tasten macht jedenfalls Page Up und Page Down. Aber irgendwie muss es auch eine Möglichkeit geben, das eine Art Numlock auszuschalten. Das habe ich noch nicht rausgefunden. Vielleicht die Amiga-Taste? Die Amiga-Taste? Ich bin zu doof dafür. Falls einer weiß, Moment, ist was passiert? Nee. Falls einer weiß, wie man Numlock umschaltet in, auf dem Amiga, wäre ich sehr dankbar für die, für den Tipp. Oder es gerne nach, kann man eben nachgucken will. Gut, aber jetzt erstmal. Gimme Zero. Ah, okay. Gimme Zero. Zero Fenster hat relativ die Koordinaten zur oberen linken Ecke vom Fenstereinhalt. Okay, und was, wo, wie sind die Koordinaten dann ohne Gimme Zero Zero? Außer der 0.x ist hinter der Titelleiste. Die sind dann wahrscheinlich Screen basiert. Okay, das ist dann eigentlich ein. Das ist eigentlich das, was man ja haben will. Okay, das können wir schon mal hier eintragen als Parameter für unser Fenster. Gimme 0, 0. Gibt es ja auch sowas wie. Zum nächsten Wort springen, das wäre super. Okay, gut. Dann schauen wir uns mal genau diesen Event Loop, Open Window. Whatever. So, also was machen wir jetzt forever? Auch mal hochgeschrieben. Okay, cool. Was denn? Was ist denn da der Inhalt? Geht nicht zufällig um Amiga oder so? Java! Boah. Da gibt es gleich wieder ganz viele Anti-Java-Emoticons hier. Okay, aber ja, nichts gegen Java, schon okay. Gut, also, so, was machen wir? Wir holen uns unsere Forever-Loop, holen wir uns einfach eine Message. Sinnvollerweise brauchen wir dazu, brauchen wir die als Variable hier. Und was ist das? Wo hat das? Gut, die definen Get-Message schon wieder als Forward. Mal gucken, warum. Zum Teufel, die das schon wieder machen. Ich glaube, das ist nicht wirklich nötig. IntuiMessage ist offenbar die Variable. Jetzt frage ich mich gerade, ist das so ein OLC, wo man die Variable wirklich oben deklarieren muss, oder ist das eins, wo man das machen kann? Probieren wir es mal.
Habe ich das irgendwo anders schon mal gemacht? Eine Variable nicht am Anfang der Funktion deklariert? Ah, okay. Danke. Probieren wir es mal eben kurz aus, ob dieses C das schon kann. Intui. Witzigerweise diesmal nicht ausgeschrieben. Und das brauchen wir auch mal als Pointer hinterher. Okay, ja, macht Sinn. Gut, das machen wir nochmal weg. Dann probieren wir mal, ob das kompiliert oder nicht. Da weiß ich direkt, ob ich in Zukunft alle Variablen tatsächlich oben deklarieren muss oder nicht. So, wie ging das nochmal gleich? Weiß das noch jemand? Das muss ich halt im CC, war auf jeden Fall der Compiler. Und der kriegt dann logischerweise die Datei und wahrscheinlich noch das Include-Verzeichnis. Beziehungsweise, ja, und das war auf Include. Wieso? Okay, ja, das ist offenbar noch so ein alter C-Dialekt, wo ich das oben deklarieren muss. Oh, nicht gut. Achso, das ist ja alles Amiga, ja. Keine Ahnung machen. Wie man Undo-Redo. Ach so, das waren so komische Buchstaben. Undo ist U. Das geht aber. So. Okay, neuer Versuch. Okay, also oben definieren. Müssen wir wohl die Schrift ändern? Gute Frage. Ja, ich habe muss auf jeden Fall irgendwie gehen. Ich habe nämlich gesehen, dass es irgendwo so einen Font-Folder gibt. Also zumindest kennt er das Konzept von einer Schriftart. Und ob man jetzt die Schrift ändern kann, die das System so ausspuckt, also quasi die Shell-Schrift oder so, keine Ahnung. Also. So, also jetzt machen wir erstmal hier weiter. Forever. Und in Forever. In Forever holen wir uns die Message erstmal und gucken, ob eine da ist. Also, if Message, unser schöner Pointer, den wir uns oben gebastelt haben, ob der von Get Message holen. Carsten. Intui Message Pointer, das kommt von einer Funktion namens Get Message. Get Message und dem übergeben wir unser Fenster und davon, das heißt hier First Window, heißt das bei uns auch First Window? Nochmal gucken. Ja, heißt bei uns auch First Window. First. Und davon User. Und das ist die eine Klammer zu, das ist die zweite Klammer zu. Und das machen wir jetzt auch. So lesen. Gut, und wenn es also was zu holen gibt, dann verarbeiten wir das. Was auch trinken. Das sieht nicht nur aus wie Win32, ich glaube, so ziemlich jede API. Also wenn man jetzt nicht gerade in irgendwie so Foundation Classes oder so arbeitet, ist so ziemlich jedes Programm, was ich kenne, sieht so in der Art aus.
Forever, habe ich das falsch geschrieben? Oder? Ach ne, Forever. Ich fand es nur lustig. Okay, ja. Fehlt ein Leerzeichen im Struct? Oh ja. Oh. Stimmt. Danke. So, also wir haben jetzt die Message. Machen wir uns von erstem jetzt Message Class. Müssen wir definitiv irgendwo nochmal oben gleich definieren, würde ich mal vermuten. Warum ist das groß geschrieben? Das ist, glaube ich, auch nur inkonsistent. Ich schaue mal gerade mal ins Beispiel. Message Class, das ist ein Ulong. Okay, und hier. Ein bisschen seltsam. Also, Ulong. Ulong, unsigned long. Die Message Class ist von der Message die Class wahrscheinlich genau. Ah, interessanterweise sind halt die Mem die auch groß geschrieben. Okay. Ja, ich bleibe mal dabei, die Variablen klein geschrieben werden. So, dann Reply Message von Message. Nächstes switchen wir jetzt auf diese Message Class. So, und zwar so, close window. Das ist unsere Methode. Ich weiß aber gar nicht mehr, wie die genau genannt haben. Mal gucken. Also ich habe die nicht close all genannt, sondern ich habe die close window genannt, weil ich close irgendwie strange fand. Und jetzt wäre aber der richtige Moment, mal eine Methode irgendwie. Wir kriegen zu viele Endpunkte. Wie nennt man das? Code. So, wir kriegen zu viele Punkte, an denen wir das Programm beenden. Deswegen will ich das einmal an eine Stelle machen. So, was wir nämlich machen wollen, ist, wenn wir das Programm jetzt runterfahren, dann wollen wir Close Window, Close Intuition und dann Exit mit was auch immer unser Code ist machen. Und die wollen nichts encoden, sondern enden. So. So, und hier wollen wir, okay, sonst nichts mehr machen. In Program und der Schönheit halber schmeiße ich noch einen Break rein. Nicht, dass das jemals erreicht wird, weil in Program nicht endgültig ist, aber. Und ich muss mich irgendwann jetzt mal entscheiden, will ich jetzt Tabs oder Spaces haben? Ah, der konvertiert Tabs. Nee, tut er nicht. Komisch. Ich habe da sicherlich nicht so viele Spaces gekriegt. Da konvertiert er, wenn ich da. Check nicht. So,
Ja, es ist ja tatsächlich, die Bio gibt es noch. Mein Intel steht, glaube ich, auch noch. Ich überlege gerade, was sie noch produzieren. Also jedenfalls für die NASA haben sie ja noch so ein paar Dinger. Ne? Da brauchen sie auch noch ein paar alte x86-Chip, die irgendwie so Radiation Hunt sind, aber sicherlich nicht mehr so viele. So, die sind wahrscheinlich so teuer. Gut, okay, also check nochmal, ob das jetzt läuft. Message Stars habe ich definiert, ja. Sollte eigentlich kompilieren. Oder auch nicht. Symbol redeclared. Ah, aha. Ja, Reihenfolge ist auch wichtig, auch bei C. Gut. Ah, oh, du hast rausgesucht. Okay, die machen es mit Vor. Ehrlich gesagt bevorzuge ich auch die Vor-Version für eine Endlosschleife. Weiß nicht, warum ich das mache, aber irgendwie neige ich auch dazu. So, jetzt sie haben es immer noch über ein Symbol redeclared. Und zwar Void End Program Code. Symbol redeclared End Program. Gibt es das vielleicht schon? So, okay, also wir brauchen ein Forward, sonst geht das nicht. Wir benutzen es ja oben. Okay, ever. Okay. Das Forever ist ja auch eine geile Idee. Nee, den habe ich. Ich muss ja erst mal überlegen, was soll das? So, irgendwas stimmt noch nicht. 46, was ist der Haken? Zeile 46, Missing Closing Brace. Irgendwas mit meinen Brackets hier kaputt gemacht. Zeile 86. Ach so, 86. Wie komme ich auf Error 46? Danke. 86. Dann ist irgendwo da offenbar hier irgendwas kaputt gemacht. Wir gucken. Forever geht auf und dazu. Ja, da fehlt noch vom Switch die Klammer oder? Naja, eine Klammer fehlt halt. Und ist ja auch egal. Jetzt sieht es auch besser aus. Eine wilde Klammer, das kenne ich auch noch nicht. So, und jetzt brauchen wir den Linker. Wie war das nochmal? Die war ein bisschen anders. Die also die kriegt definitiv das Object-File. Ne? Und dann genau gibt es jetzt auch ein Undefined Simples. Und was irgendwie mit minus L. Gucken. Dann ist es klar, dann ist es aus. Aztec Library, das hieß das, glaube ich. Oder Library. Dann hieß die irgendwie Lib oder so. Mal nachgucken, wie hießen die Library noch? Da gibt es auch so einen tollen Befehl. Parent Folder, gib mir den Parent oder so. Übergeordnete Schublade. Okay. Also Work hat keine übergeordnete Schublade, stimmt.
Weg damit. Augs. Ach Quatsch, das gucken wir. Guck mal im Terminal nach. Was? So, sie gib mir mal eben kurz, schließ mal eben kurz alle Fenster, ist auch eine geile Erfindung. Lip, okay, Lip heißt das Bezeichnis. Da drin ist, was wir haben wollen. Ich glaube einfach C. Lustig ist, dass Include ausgeschrieben ist. Include heißt nicht einfach Inc, sondern Include und Library heißt dann Lib. Oh, interessant. C. Ne? Can't open all as Siglib C. Habe ich da irgendwo verschrieben? Ja, habe ich. Ich habe AUX geschrieben. D. Okay. Ah, das ist ja interessant. Softwarefehler. Ist ein geiler Fehler. Wollen Sie. Warten Sie aufs, okay, warten Sie aufs Ende des, okay. Wollen Sie das System direkt neu starten oder später? Später vielleicht? Jetzt kriege ich natürlich mein Fenster nicht weg. Okidoki, also irgendwas haben wir da noch falsch gemacht, offensichtlich. Aber die Me ah. Wie kriege ich das Programm jetzt dicht? Also Ctrl C macht nicht weg. So, also irgendwo haben wir noch was falsch gemacht. Ganz offenkundig. Gucken mal, was könnte es denn sein? Zumindest keine gute, aber nah dran. Wir haben jetzt ein Fenster, mit dem wir nichts anfangen können. Ich vergleiche das mal kurz mit dem Code hier. Also das sieht so aus wie das, was ich hier habe. Und das sieht auch immer noch aus, als ob es irgendwie Sinn macht. Message Class, ich Message Class, ja. Code. Ah, Moment, hier gibt es noch ein. Hier gibt es noch eine Zeile, die ich vergessen habe. Die ich irgendwie nicht checke. Die hat ja überhaupt keine Bedeutung bisher. Aber das geht ja noch. So, also die Variable brauchen wir auch noch und das ist ein new short, aber was passiert jetzt? Moment, ich muss mal eben gucken. Mein Sohn klingelt an der Tür. Eine Sekunde, wartet mal schon. Gott. Der will eigentlich beim Nachbarkind übernachten, aber vielleicht hat er was vergessen. Habe ich irgendwo meinen einen Moment? Habe ich nicht. Dann müsst ihr einfach mal kurz so warten. So, ach, nicht mein Sohn, sondern ein Taxi.
Irgendjemand hat sich einen Spaß gemacht und hat ein Taxi zu mir bestellt. Interessant. Gut. Also, ich weiß jedenfalls nicht. Gut, es gibt noch diese eine Zeile, die den Code abfragt, aber die macht, so wie ich das sehe, keinen Sinn und hat keinen Effekt. Ja, schön, wenn er uns sagen würde, wow, abkackt, ne? Wenn ich einen Debugger zur Hand habe, wird es auch kein Debugger. Ist auch unser Endprogramm noch kaputt, das haben wir gerade erst geschrieben. So, und den Terminal, der ist wohl jetzt tot. Stimmt. Wir sollen es auf jeden Fall flushen. Aber der ist jetzt sehr hartnäckig hier, der Terminal. Gut, oh, aber nein. Vielleicht sollen wir gleich den Rechner tatsächlich nochmal starten. Das macht er auch nicht mehr. Okay, ja, dann wohl einfach. Das ist ein Amiga 500, das ist sogar ein echter, kein Emulator oder sowas ähnliches. Opa. Gucken wir erstmal so, ob er, ob wir es erstmal so ans Laufen kriegen. Ob wir so schon eine Ausgabe bekommen. Also AUX, nochmal CC. Include. Auch ein Autismus zum Programmieren ist interessant. Das ist groß geschrieben. Also kann man jetzt nicht verschieben das Fenster. So. Work. Das anklicken, dann das und jetzt Piktogramm Aussage. So. Hier einmal drauf gehen, Fenster. Alles. So, dann ist das beim nächsten Start auch wieder da. Priman 20. Prima 20. Das AUX. So. Wow. Ja. So sieht das Ganze übrigens in Binary aus. Interessant. Die Strings konnte ich noch gerade sehen. Das wollte ich aber natürlich nicht haben. Lieber noch am besten diesmal die richtige Datei. So. Und da ist er. Und fixen wir jetzt erstmal den Fehler. Wird zusätzlich hinzugefügt, nicht neu. Einfach nur wegen dem.
Gut, hier, das muss groß geschrieben werden. So, ich bezweifle aber, das ist ja nur eine Struct, also ich, das ist ja kein, das ist einfach nur wieder eine Zeile, die hier in dem Code drin steckt, die keinerlei Bedeutung hat, aber gucken, vielleicht steht ja, wenn Sie das machen, stellen Sie fest, dass es crasht. Liefert uns laut Definition den Pointer auf eine solche Nachricht zu unterteilen, in Message. Okay. Na gut. Gucken wir es einfach aus, was sonst. Nullpointer, ja, würde ich akzeptieren, sollte aber nicht passieren. Also zumindest, sonst würde er uns ja nicht ins If reingehen, außer ich habe hier irgendwas falsch geschrieben. Ne? Also nur wenn ein Message kein Nullpointer ist, gehen wir da rein. Ja, vielleicht kommen wir dazu auch noch, sobald ich rausgefunden habe, was hier. Nein. Also linken wollen wir Main Object mit. Der Library Aux. Nicht Aux. Work. Object. Sehen, ne? War das? Ach nein. Falsches Betriebssystem. Nee. Okay, also fliegt uns um die Ohren. Ich sehe hier keine Ausgaben. Ach, Hallo Welt sehe ich noch. Okay. Also die kommen schon noch durch. Und so, jetzt zum Fehler sagte du, Address Error Word Stored in Odd Memory Boundary. Jetzt frage ich gerade, meine ich mit Odd komisch oder meine ich mit Odd und Odd Even? Aber irgendwas war da. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass der, hat der nicht irgendwie so eine komische Eigenschaft, dass Daten immer nur an, ich habe das irgendwo gelesen, dass Daten bei dem Amiga immer nur an geraden Speicherstellen gespeichert werden können oder sowas ähnlich. Also die meinen damit tatsächlich wahrscheinlich odd even. Aber was passiert, wenn ich auf gleich Neustarten klicke eigentlich? Neustart, startet sich die Rechner neu. Hätte ja sein können, dass das Programm neu startet. Auch geil. Was? Da raucht tatsächlich das komplette OS ab. Ja, das ist ja super. Da hätte ich aber direkt ein Reset machen können. Dann raucht mir direkt das ganze OS ab, weil ich irgendwie beim Speicher zugreifen wollen nicht will. Na, Speicherschutz ist halt irgendwie wohl noch nicht so ganz so da. Gut. Ja, wahrscheinlich wäre es ganz gut. Aber das Hello Welt ist ja auch durchgekommen. Kann natürlich sein, dass das inzwischen geflasht ist. Ja, jetzt hat es auch deine Guru Meditation. Gut, gucken wir mal. Für den Fall, dass das. Ich schreibe die tatsächlich mal in Standard Error. Die werden dann. Der wird nicht gecached. Wobei, ich bin nicht sicher, ob irgendwie. Ob Standard Out hier. Gebuffert wird. Aber wir können ja auf Nummer sicher gehen. Ich vermute aber fast, Get Message ist eventuell das Programm, was uns um die Ohren fliegt. Aber oh, das werden wir gleich sehen. Also machen wir File Printf nach Standard Error. Und das New Line ist egal. Also das brauche ich nicht. Ich will ja gerade keine New Lines haben. Aber meine Hoffnung wäre, dass ich von diesen Ausgaben Tausende sehe irgendwann mal. User Port. Könnte natürlich auch sein, dass User Port embedded ist. Wir können die alle ja mal printen. Das ist ja nur Pointer. Also First Window ist ja definitiv nicht invalid. Bei
mal auf Nummer sicher gehen. Falls uns da irgendwo fragt, ist auch mal Standard Error raus. So, was wäre noch einer, der kaputt gehen könnte? Get, wo fehlt ein S, wo fehlt ein E? Bei welchem? Ach, da unten. Sehe also Standard Error ist ungebuffert, genau, aber ich bin mir nicht sicher, ob irgendwas gebuffert ist hier auf dem Amiga. Das wollte ich, ob der normale Standard Out gebuffert ist. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Und da fehlt noch ein F. So, sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Und mein Plan übrigens, warum ich jetzt nicht mehr im Batch falsch schreibe, der ist noch, da fehlt noch eins. Der drüber auch. Ja. Ich hoffe noch, wenn ich das jetzt 10-mal tippe, dass es mir dann irgendwie schneller von Fingern geht. Okay. Weil ich vielleicht zugeben würde, dass ich den Pfad möglicherweise mal definieren könnte. Jetzt take tatsächlich. Jetzt müsste ich noch mit dem Debug umgehen. Aber den habe ich schon mal zugekriegt. Aber gucken wir erstmal gerade so. Fprint. Okay, Fprint kennt er nicht. Make gibt es auch, ja. Habe ich auch schon gesehen. Kann auch Make falsch schreiben. Aber wie gesagt, ich wollte jetzt erstmal einfach, weil wenn ich das jetzt einfach noch 30 Mal tippe, dann vergesse ich es jedenfalls nicht mehr, wie die Kommandozeilen sind. Okay, es gibt kein Fprint, F scheinbar. Fprint F. Ja, habe ich irgendwo ein F vergessen? Ne, das. Also er jammert, dass es kein Fprint gibt. Das. Aber das ist. Das steht ja auch ein Underscore davor. Ich denke mal, er linkt das einfach da drauf. For forever. Aber lustig. Wieso crasht, wieso macht das ein Problem beim Linker erst und nicht beim Compiler? Das müsste der Compiler müsste da schon aussteigen. Das überrascht mich jetzt so total. Also der Compiler findet offensichtlich, findet einen Include-File. Und jetzt ein Warning, Invalid Pointer, okay. Gut, egal, ich will ja nur sehen, ob es ein Null-Pointer ist. Okay, es steigt sofort aus. Ja, das ist kein.
Das ist. Ah, okay, hast recht. Ja. Lange her. Das gibt. Stimmt, wir müssen erstmal ein Format zu ihm angeben. Habt recht, ja. Erstmal. Und wieso hat er mir das jetzt, das Rauslegen jetzt nicht gesaved? Ach so, da oben ist es gelandet. Ja. Ich nehme heute nochmal ein Format-String, ja. Da klingt schon wieder. Warte, ich muss mal gucken, was das jetzt ist. Eine Sekunde nochmal. Wieso sollte man so einen Scheiß machen? Ja. Nee. So. Okay, noch ein Taxi. Ah. Sollte das irgendjemand sein, der gerade zuschaut? Das ist nicht lustig für die armen Taxifahrer. So. Also. Nirgendwo wollte ich eigentlich mit dem Taxi hin. So. Also. Ein Format String will er haben. Ja, ist jetzt ein guter. Gehen wir in den Format String. Was ist denn ein Pointer eigentlich? Da gibt es einen Vorschlag. LX, okay. Mir aus. Und ja, meinetwegen auch ein New Line. Sobald ich den Schrägstrich gefunden habe. Also 8 Zeichen lang, gut. So. Und dann schauen wir mal, was da jetzt rauskommt. Ich mache mal spaßeshalber hier auch mal ein F drin. Dann fprintf rein, also sowas hier, um einfach mal zu sehen, ob er denn bis dahin kommt oder ob es direkt da oben crasht. Okay. Warum? Wollte weg. Und ich glaube, vielleicht schreibe ich dann doch mal ein Makefile. Dieser machen wir es jetzt. So, aber ganz einfaches Makefile. Nehmen wir einfach den Kram da reincoden, so wie er ist. C.
Nee, war noch nicht Augsburg. Das war's schon. Inzwischen habe ich es ja nicht drauf. So. Jedenfalls habe ich mir das jetzt gemerkt. Achso, und jetzt geht's los. Es geht, was haben wir gesagt? War das? Right war. Irgendeiner von euch wusste das doch. Was war hier nochmal right? Was Z? Nee. Okay, nachgucken. Dann nochmal die. Das Befehl für Schreiben in diesem tollen Editor. Add. Ich habe mich schon irgendwie an VI gewöhnt. Aber Add ist dann doch zu viel für mich. Okay. So, W? Nee, W habe ich. Habe ich W im Ausbild? Nee, W geht nicht. Aber wird so einfach. Das war aber letztes Mal schon nicht. Ich weiß nur, dass es nicht einfach und nicht offensichtlich ist, war. Moment. Using the Editors. So. Die Seite habe ich schon wieder gefunden. S oder X. Moment. Safe. S. SA. Ach, SA war das, genau. Wahrscheinlich Save All oder so. So, okay, offensichtlich sieht das Make anders aus als das Make, was ich kenne. Man kann ja nicht, scheinbar nicht einfach so. Gut, dann machen wir jetzt einen kleinen Detour hier und gucken, ob irgendwie Make funktioniert. Das kriegen wir alles hin. So, vielleicht steht ja in dem Buch auch irgendwie kurz was über Make drin. Wenn das das große Buch zu C++ ist, dann steht auch nicht was zu Make drin. Scheinbar kann man nicht wie beim normalen Make einfach da Befehle reindengeln. Compiler. Ah, Source Level Debugger. Betriebssystemprogrammierung. Okay, muss da oben. Verwendung von Make 22. Wo sind die Seiten nochmal hier oben? 21. Die Verwendung von Make. So. Beispiel reicht mir. Wir brauchen jetzt noch das Make-File zu erstellen, das im aktuellen Verzeichnis. Tragen wir dazu verfolgende Module. Okay. Gut. Okay, also wir müssen das also unbedingt so als. Wir können nicht einfach Befehle so reinschreiben. Okay. Wir müssen das so machen, dass wir so eine Regel definieren. Gut, tun wir das. Make-File. Oh, das hat lange gedauert. Also wir wollen Main O haben. Brauchen wir Main C. Main C. Zeile. Dann was wir weg. Könnte also einfach sein. Wie kriege ich eine Zeile weg? Ist egal. Ich liebe Ed, ey.
Machen wir in dem anderen Editor auch. Ist da. Jetzt können wir erstmal speichern. Dann. So, wir haben noch einen tolleren Editor. Ich hoffe, der macht das in zwei Fenster auf. Open. Müsste ich jetzt hier nicht das Makefile sehen? Achso. Keine Mut. Jetzt einfach Copy halt. Das reicht schon. Das könnte natürlich auch der Grund für den Fehler gewesen sein, das eigentlich existieren, aber sei es drum. Okay, also das geht jedenfalls. Und wäre dann sinnvollerweise die nächste Regel, dass ich auf Main dass ich Main bekomme, wenn ich Main.o verarbeite. So, und dann müssen wir wahrscheinlich eine Reihenfolge andersrum, weil ja zumindest bei den Makes, die ich kenne, die erste Regel immer ausgeht. Ist up to date. Das. NCC. Okay, das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Jetzt nochmal machen. Gut, und kann man auch Regeln definieren? Von Clean, wo ich gerade dabei bin. Probieren wir es einfach mal. Oh. Das hätte böse ausgehen können. Ja, es geht. Okay, super. Dann haben wir den Teil wenigstens schon erledigt und jetzt kommt der spannende Moment, wo wir das Ganze jetzt mal wieder starten und gucken, was passiert, was crasht. So, es gibt zwei Nullpointer aus. Okay, gut. Dann wissen wir, wo das Problem ist. Und oh, dann müssen wir gucken, warum wir da Nullpointer haben. Wo der Frosch ins Wasser rennt, ist mir neu. Okay, gut. Warum ist das Nullpointer? So. Egal, wie das Nullpointer ist, aber warum ist First Window ein Nullpointer? Und dann ist natürlich das nächste ist auch ein Nullpointer. Okay, das ist schon mal interessant, dass das überhaupt noch geht. Jetzt. Oder unser Printf ist tut nicht das, was es soll. Weil ich hätte erwartet, dass er mir dann hier. Naja, wobei. Nee, ich hätte eigentlich erwartet, dass er mir hier schon crasht. Die Zeile hätte doch crashen müssen. Die ist aber nicht gecrashed, weil ich sehe die Ausgabe noch. Aber egal. Gucken wir erstmal.
was heißt denn ln? Also L steht, ist doch einfach ein Long, oder? Was ist n? Du hattest es doch vorgeschlagen, oder? Was? Lx hast du vorgeschlagen. Okay, mein Fehler. Das ist keine Idee. Ganz einfach. Das ist ein Editor. Editor nennt man sowas. Das gab es auch mal, bevor es IDEs gab. So, wenigstens kommen wir jetzt hier schneller zu Rande. Das ist natürlich jetzt lustig, weil jedes Mal die Uhr resettet wird, wenn die Piste neu gestartet wird. Deswegen, deswegen funktioniert natürlich Make nicht. Vielleicht soll ich doch mal in die Batterie die Knopfzelle investieren. So, neuer Versuch. Okay, der erste ist okay, der zweite ist nicht okay. Gott, also das Window gibt es ja auch nicht weiter verwunderlich, wir sehen es ja auch. Und dann kommen wir der Sache doch schon näher. Das macht mehr Sinn. Blauschirm. Nee, ich hab neu gestartet. Wobei Blau beim Amiga was Gutes ist. Ich glaube, Blau heißt, er testet gerade das Drive oder so. Also die Farben, die am Anfang halt durchflackern, die machen halt tatsächlich Sinn, falls er da irgendwo stehen wird. Das sind quasi wie die Beeps beim, früher beim BIOS. So, okay, also der zweite ist invalid. Ist ein Nullpointer. Wer würde mich aber nicht. Genau, der User-Port ist ein Nullpointer. Das ist aber okay. Na gut, den sollten wir wahrscheinlich nicht gerade ein Get-Message übergeben, den Nullpointer. So, jetzt schauen wir mal. Vielleicht muss ich dem Fenster noch irgendwas übergeben, damit ich diese komische User-Port-Geschichte machen kann. Ich muss mal eben mein Handbuch hier wieder auf die richtige Seite öffnen. Vielleicht hat das Ding keinen User-Port. Was sagt man, der User-Port ist? Vielleicht sollte ich erstmal verstehen, wofür dieser blöde User-Port gut ist. Also, was damit auf sich hat. User-Port dachte ich immer, wäre ein Anschluss. Ich muss mal eben die richtige Seite im Buch suchen. So, dann, ich kann euch aber auch mal zeigen, was ich mache. Nachdem es ja letztens eigentlich relativ gut lief, läuft es jetzt so ein bisschen träger. 233 irgendwo, da war es. Okay, ja, schießen. So, Test Custom Stream. So. 253. Oh, danke. Gut. So, das war unser Beispielprogramm hier. Und gucken wir mal, wie die das definieren. Also das heißt, die geben dem Koordinatenklos. Okay, diese Flex, die sind so ähnlich wie unsere, bis auf die Tatsache, dass wir noch die 00 drin haben. Das ist aber schon wieder ein anderes Beispiel, fällt mir ein. Machen wir nochmal ein einfaches Beispiel. Wo ist denn? Nee. Brauchst du meine Hilfe? Ja, gerne. Also, wenn du weißt, was das Problem ist, immer her damit. Also, okay, das ist schon irgendwas mit New Screen zu tun. Das, so weit sind wir noch gar nicht. So, hier sind wir. Okay, das ist einfach. Das Window, Window Depth, Window Sizing, Drag. 0, 0, 0. Ist da vielleicht irgendwas nicht mehr 0? Was? Oh, Moment, Sekunde mal. Da hatten wir da nicht 0. Das ist wahrscheinlich. Da hatten wir doch eine 0 eingesetzt, oder? Das war doch noch das, wo das Ding nicht funktionierte. Wo das Listing nicht funktionierte. Weil das kein 0-Pointer war, sondern 0 sein musste. Da erinnere mich doch mal an irgendwas. Genau, hier.
So, da kommt. So, da steht jetzt Close Window. Das sind offenbar die Flags, auf die wir reagieren. Das sind offenbar die Sachen, auf die wir reagieren wollen. Mich wundert nur immer noch, dass wir dann bei User Port 0 Pointer zurückgehen. Aber wir können ja mal verhindern, dass unser Programm abstürzt, so zur Abwechslung. Indem wir hier einfach aussteigen, wenn dieses User Port 0 ist. Dann crasht das Programm wenigstens nicht immer. Und wir müssen das System neu starten. So, wie habe ich das genannt? Endprogramm, ne? Endprogramm. Was weiß ich was? 10. Also, das ist bitteschön was Sinnvolles. Wie bekommt man das jetzt kompiliert? Man gibt Make ein. Oh, eben gewachsen. Nein, ich will nicht Augs in noch Laufwerk annehmen. Geht das? Ah ja, probieren wir mal aus. War nicht so kompliziert. So. Okay, das war's. Wenn wir auf offensichtlich. Und wir können das Ding auch schließen. Also offensichtlich, solange wie wir sagen, wir wollen auf nichts lauschen, ist User Port Null Pointer. Okay. Gut, wieder was dazugelernt. Eigentlich hätte es auch gereicht, dir den Text in dem Buch zu lesen. So, wir können also jetzt tatsächlich Fenster schließen. Das ist schon mal super. Das können wir alles wegmachen hier. Das auch. Das auch. Können wir mal gucken. Da unten ist eine 1, 2, 3, 4, 3. Mal kurz gucken, was das heißt. Wir hatten also einen Haufen Nullen. Ich versuche mal so zu drehen. Da war eine 1. Das war die hier, dann kam 2, 3, dann kam 4 und dann nochmal 3. Kommen wir noch die 3 nochmal her? Ist ja interessant, dass dann nochmal eine 3 kommt, bevor wir aussteigen. Ah ne, die 3 kommt, glaube ich, von dem AUX. Ja, das ist, glaube ich, die Terminalnummer. Ja, genau. Der Terminal gibt immer eine 3 aus. Hier, weil es die Shell-Nummer 3 ist. So. Okay, also direkt das nächste merken. Keine Zahlen zum Debuggen verwenden, weil die doof sind. So, diese Zeile Code, denke ich, ist immer noch ziemlich überflüssig. Braucht man die vielleicht später nochmal für irgendwas? Naja, im Moment brauchen wir sie jedenfalls nicht. Keine Ahnung, warum die hier im Code drin steht. Also warum die im Listing drin steht. Die Listings, die sind wahrscheinlich von irgendwelchen komplexeren Programmen mal gewesen und dann hat der Autor vergessen, so ein paar Sachen rauszuräumen. Nicht, dass das jemals ausgeführt werden würde, aber ich schreibe es trotzdem mal dahin. Gut, starten wir nochmal das bereinigte Programm. So. Okay, hallo Welt, wir können das Fenster rumschieben und wir können das Fenster zumachen. Okay, cool. Und aus den ganzen Nullen, die wir vorher hatten, würde ich jetzt mal schließen, dass wir auch. Ah ne, die Null war ja da oben. Okay, das heißt, hier sind wir. Das ist ja eigentlich ganz praktisch so von diese Flex, die wir da oben setzen können, auf die Art. Schmeißt ihr uns nicht die ganze Zeit mit irgendwelchen Messages zu, wie das auch bei vielen anderen Systemen der Fall ist. Das heißt, wir bekommen wirklich nur die wir wollen und das eigentlich auch auf eine relativ bequeme Art. Also gefällt mir auch ziemlich gut die API. Gut, so, jetzt möchte ich als nächstes gerne wissen, wie zeichne ich das Fenster rein? Wie setze ich Pixel? Mal gucken. Ich gehe mal wieder auf den Mac mit der Kamera, da könnt ihr auch sehen, was ich mache. Und dann
File Select Box, nee, will man nicht. Gehen wir nochmal nach oben. So, mal gucken, ob es hier ein Kapitel gibt, über wie zeichne ich wie zeichne ich ins Fenster. Linienzeichnen, Drawboarder, Grafikausgabe, jetzt ist große Position. Image Struktur klingt ja schon super. Grafikdaten, Draw Image. Fangen wir oben an. Textausgabe, nein. Also nein. Nein, nein, nein. Linien. Nein. Also in einem anderen Betriebssystem würde ich sagen, okay, ich muss mir jetzt irgendwie so ein Bild bauen und in das Bild Sachen reinstecken und dann Draw Image machen. Aber vielleicht gibt es eigentlich eine Möglichkeit, direkt auf die Pixel zuzugreifen. Also wenn es jemand weiß, immer her damit, ne? Also falls jemand schneller ist als ich ja mit suchen. Aber gucken wir mal, vielleicht finden wir ja in dem Kapitel über die Image-Struktur was. 300. Grafikdateien für den eigenen Gebrauch. Zum Drucken. Für Theorie. So, gucken wir uns mal die Theorie an. Die Image-Struktur. Wo fängt denn das Kapitel an? Grafikausgabe. Nur richtig einfach Grafiken. Überall wiederfinden. Das eigene ist keine Grafik. Okay, einfach. Und damit Texte nie hat natürlich jede Grafik eine schöne Position. Okay. Linienzeichen. Ja, ich will ja keine Linie zeichnen, ich will ja eigentlich Punkte zeichnen. Man könnte natürlich jetzt jeden Punkt als Linie zeichnen, aber wir können natürlich mal kurz gucken, wie die Linienzeichenroutine aussieht und dann davon schauen, ob man so einen ähnlichen, was weiß ich, wenn die Draw Line heißt, dann probieren wir mal Draw Point. Okay, machen wir das erstmal. Das andere geht natürlich im Zweifelsfall auch in Bitmap zeichnen, das Bitmap dann draufballern, denke ich mal. Also gucken wir Linien zeichnen. Draw Border. Aber Linien zeichnen. Linienausgabe, was man anfängt. 294. Na, den Button, das können wir auch machen, aber ich will eigentlich gar keine Buttons haben. Ich will einfach direkt ein Canvas haben. So. Frontpane, Backpane, Draw Mode, Left Edge, Top Edge, Linienausgabe. So. Border Struktur. Offset, okay. Koordinaten zum Linienzeichnen. Draw Border Funktion. Weiße Werte, rote Werte, weißer Rand. So. Meine Koordinatentabelle ist ja schon. Okay. Und was? Left Edge, Top Edge, Draw Mode. Okay. Aber hier irgendwann wäre ja mal schön, wenn man so ein Bild sehen könnte hier so. Okay, wenn ihr das ablässt, dann sieht das Ergebnis so aus. Also das ist einfach ein Array wahrscheinlich von Punkten. Gehe von 00, 50, 0, 50, 12, 0, 12, 0, 0. Und dann habe ich hier nochmal denselben Kram. Und dann gibt es irgendwie so eine
Diese Structure, genau, die ist irgendwie, was weiß ich was, 2020.1.0, Gem 1, was auch immer das heißt. Da kommt hier jedenfalls das Array, wahrscheinlich ist das die Anzahl der Einträge, 1, 2, 3, 4, 5, genau, 5 Einträge hat das Teil. Und dann kommt irgendwie 0 Pointer, der beendet wahrscheinlich die Struct oder so ein Quatsch. Und dieses weiße Rand übergeben wir dann vermutlich irgendwo der, ja, my-rasterport, roter Rand und weißer Rand benutzen wir irgendwie nie. Okay, auch gut. Und keine Ahnung, was die bedeuten. Gut. Na, dann fahren wir einfach mal. Wir waren die Suchmaschine. Andere Tastatur. Draw. Pixel. Amiga. Intuition. Gute Nacht, Loco. Ah, ist ja schon halb. Intuition Images. Okay, dann sind wir auch bei Images. Creating Images. If you can create graphic of it quickly and easy to display in almost anywhere. Images have additional attributes, make them even more economically by changing two simple data image structure. The color of the image can maybe change. Okay, super. Images are rectangular bitmaps, but individually define the color of each pixel. Represent image may not be marked. Okay, gut. Also scheint so, als ob Image the way to go ist. Und Draw Image heißt dann halt der Befehl, um das zu zeichnen. Image Data must be in Chip Memory. Okay, kein Problem. Defining Image Data. Ja gut, der Rest ist klar. Das ist dann also irgendwie einfach so Grid und das ist serialisiert. Das kennen wir ja. Okay, hier ist zum Beispiel so ein Image Data. Draw Image. Okay. Gut. Ups, ja. Also machen wir es mit einer Image. Eventuell können wir gar, vielleicht hat das Intuition auch gar kein Konzept von Rasterwerten, sondern das ist alles vektorbasiert und dann muss man halt, wenn man Raster haben will, ein Image-Objekt erzeugen. Das ist ja bei anderen APIs auch nicht anders. Okay, na gut, dann basteln wir uns halt so ein Teil da und hauen das mit Draw Image raus. Gut, aber das machen wir immer heute. Es ist 0.32 Uhr. Immerhin, was haben wir heute erreicht? Wow, wir haben es geschafft, ein Programm zu schließen, aber ist ja auch schon mal was. Und wir haben Makepy geschrieben. Ein ziemlich billiges Makepy. Gut, ja. War heute nicht so. Der Fortschritt war heute jetzt nicht so bärig, bis auf, dass wir endlich eine Message abgesetzt haben. Beziehungsweise eine Message empfangen haben und darauf reagiert haben, haben wir nicht wirklich viel geschafft. Aber ich denke, der Rest ist jetzt ziemlich einfach. Das Einzige, was ich gerne noch hätte, wären vielleicht ein paar Farben mehr. Mal gucken, wie wir das dann hinterher hinkriegen. Aber das sollte relativ flottig am Montag zu machen sein. Und dann haben wir unseren offenen Fraktalgenerator. Ich bin mal gespannt, wie schnell das Ganze sein wird. Ja, genau. Das war's soweit. Hat jemand noch eine Idee zum Raiden? Oder noch irgendeinen sinnvollen Kommentar? Vielleicht weiß auch jemand, ob man vielleicht Doppel-Images anders zeichnen kann. Dann auch immer her damit. Ich werde bis Montag nochmal schauen. Oh, Fracket Science auf Sendung. Ja, gut, dann. Rainer auf Fracket Science. Gut. Ja. Wie kommt das eigentlich, dass die manchmal, hat das was mit den Wochentagen zu tun oder sowas ähnliches, dass die manchmal irgendwie viel später erst dran ist? Ich meine, der letzte Mal ist jetzt nicht online. Warum mag der eigentlich CU nicht? Eine Nachricht wurde zurückgehalten wegen sexueller Begriffe. Okay. Also ich erlaube mal CU. Sehe ich, halte ich jetzt unkritisch. Ich bin mal wieder zu naiv. Ich weiß nicht, warum CU ein sexueller Begriff sein soll. Egal. Ich erlaube es einfach mal. Gut. Egal. Wir reden jetzt mal Fracket Science. Und ja, dann wünsche ich euch wie immer alles Gute. Bleibt gesund. Am Montag geht es weiter. Dann hoffentlich
mit eben wirklich fraktalen Zeichen. Dann sind wir eigentlich mit dem Amiga auch soweit durch. Und dann versuchen wir mal, dann mache ich in der nächsten Woche mal was, wie gesagt, zum 128er, weil das ist einfach so eine verrückte Maschine. Da kann man ein bisschen drüber reden und dann versuchen, da vielleicht auch noch was kurz zu machen. Und dann sind wir, glaube ich, erstmal mit Retro-Computing durch, außer ich kaufe noch weiter irgendwelche sinnvolle Hardware. Oder dann schmeiße ich irgendwann meine Frau raus, wenn ich das hier alles vollstapel mit dem Zeug. Gut, also, das war's. Der Stream ist auch soweit, der Raid ist auch soweit. Dann schicke ich euch jetzt rüber. Gute Nacht. Bleibt gesund und wir sehen uns am Montag, wenn ihr wollt. Ciao.